Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Race Room Racing Experience. Ja, wir wollen heute ein kurzes Sprintrennen hier im schönen Sandford fahren. Dazu werden wir gleich Platz nehmen in der wunderschönen Callaway Competition Corvette, das Siegerauto der diesjährigen GT Masters, pilotiert von Jules Gounon und Daniel Kaiwitz. Das Rennen wird gleich 8 Runden dauern. Wir fahren gegen die KI. 31 Starter sind hier im Grid. Im Hintergrund seht ihr gerade meine Qualifikationsrunde. Ich weiß noch nicht, wie viel da wir geworden sind. Ich denke, wir stehen irgendwo im Mittelfeld. Einmal kurz vorher noch die schönen Aufnahmen hier genießen. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange und gehen direkt ins Rennen. Ich gehe mal hier raus und wir gehen kurz zur Werkstatt, beenden den Durchgang und dann sehen wir, wie viel da wir sind. Ich sehe es noch nicht. So, hier sind wir jetzt. 19. Als 19. von 32 starten wir ins Rennen. Mal sehen, was wir in 8 Runden hier machen können. So, da geht's auch schon los. Wie schnell sich die KI hier sortiert. Godzilla vor uns. So, können wir hier vorbeigehen? Dann können wir nicht. Macht er die Linie zu? Auch hier keine Chance. R8 hier, die alte Generation noch. Ist ja mehr oder weniger leider die komplette GT3-Klasse oder GT3R-Klasse, wie sie hier in Race Room heißt, am Start. Weil mit den neuen GT3s, die jetzt dazugekommen sind, aua, aua, aua. Die gibt es ja nur in dieser Klasse. Auch wenn da schon viele Skins aus der GT Masters dabei sind, eine eigene Klasse dazu gibt es nicht. Das kann man ja leider noch nicht machen bei Race Room, also sich die Autos selber zusammenstellen, gegen die man fahren möchte. Das wäre natürlich noch cooler. Also das ist die einzige Kurve hier, wo ich extrem Probleme habe. Vor allem gegen die KI, die fährt hier die letzte langgezogene Rechtskurve extrem schnell. Da kann ich meistens nicht mithalten. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Da steht ein Z4 quer. Das war knapp. Aber ich glaube, dadurch haben wir den Nissan auch überholt. Jawohl, da ist er hinten. Als nächstes jetzt ein McLaren vor uns. Das ist schon der 650S. Ich glaube schon, der Heckflügel ist so leicht gekrümmt. Das hatte der MP4, glaube ich, noch nicht. Dann davor das nächste Dickshift. Der M6 GT3. Auch eine Riesenkiste. Schon auf 16 Reihenpositionen gewonnen gegenüber dem Start. Mal sehen, ob wir die Möglichkeit haben, relativ, also ganz nach vorne zu fahren in den 8 Runden. Ich denke, das wird fast eng. So, können wir jetzt hier außen daneben gehen? Ja, können wir sogar. Reingestochen. Und da haben wir ihn überrascht, glaube ich. Da nehme ich nicht mitgerechnet. Als nächstes jetzt zwei BMWs. So, und hier muss ich immer ein bisschen lupfen. Ich glaube, das kann die KI irgendwie besser. Ja, diesmal ging es sogar. War der Unterschied nicht ganz so groß. 15. Ja,
Ja, und obwohl ich die Corvette jetzt nicht unbedingt als das große Kurvenmonster ansehen würde, läuft die hier echt super in Zandvoort. Wir haben ja hier sehr viele langgezogene Kurven, wo, ja, ich sag mal, so ein McLaren wie hinter uns oder ein Audi R8 oder sowas ist hier, glaube ich, eher zu Hause als eine Corvette. Aber wie gesagt, es ist eigentlich kein großes Problem. Also die fährt sich super gut. Weil man das generell sagen muss, die fährt sich einfach extrem neutral. Vor allem durch die neue GT3-Physik generell in Race Room ist das nochmal ein ganz anderes Fahren als vorher in der GT3-Klasse. Plus dieses Force Feedback. Ha. Oh. Dieses Force Feedback ist einfach genial. Also, ich habe, glaube ich, bisher noch kein Spiel erfahren, in dem man so ein geniales Force Feedback hat wie hier jetzt. Vor allem mit der Corvette, die gefällt mir ganz besonders gut. Und selbst mit meiner alten Krücke von G27 hier fühlt sich das echt super geil an. Ja, und jetzt haben wir da sogar gegen den M6 nicht wirklich die Chance in der letzten Kurve. Das ist natürlich dann schwierig. In Zandvoort kann man vor allem auf der Startzielgeraden hier beim Anbremsen einigermaßen überholen. Das Problem ist, wenn man aus der letzten Kurve, wie ich halt, nicht rauskommt richtig, dann bringt einem das alles nichts, wenn man hier nicht dran ist. Heißt, wir müssen jetzt anderswo gucken, dass wir vorbeikommen. Jetzt schon in Runde 4, das heißt, danach haben wir schon Halbzeit, wenn wir wieder am Startziel angekommen sind. Holen wir hier mal ein bisschen aus. Vielleicht können wir dann hier überraschen. Jawohl. Da stechen wir rein, aber er hält dagegen. Und wir sind ja im GT3-Sport, da kann man sich auch mal berühren. Ja, es ist nicht so einfach. Die KI hält schon ganz gut dagegen, wie man sieht. So, jetzt aber. Überraschen wir ihn genau wie den McLaren vorhin und kommen vorbei. Jawohl, sehr schön. Jetzt müssen wir nur halten hier in der letzten Kurve. Ah, da muss ich ein bisschen lupfen und er ist wieder daneben. Jetzt geht es aber um Leistung. Ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. Jawohl. Blocken hier mal ein bisschen. Erste Kurve gut bekommen. So, und jetzt. Da kommt das Heck einmal ein bisschen. Aber dank des super guten Force Feedbacks kann man das richtig gut einfangen. Jetzt wieder zwei BMWs vor uns. Allerdings direkt vor uns jetzt der Exot, der alte Sechser. Alpina B6. Von der Größe gar nicht mal so ein Unterschied. Also die sehen sich schon immer noch ähnlich ein bisschen. So, und überraschend, nein, das geht nicht. Da hätten wir uns definitiv auch berührt, wenn ich da jetzt reingefahren wäre. Hier vielleicht. Ja, daneben geht, aber vorbei geht, glaube ich, nicht. Obwohl, jetzt vielleicht beim Rausbeschleunigen. Ich weiß nicht, wie der B6 von der Leistung her aussieht, der da mithalten kann mit uns. Ich sehe ihn überhaupt nicht. Sehr schön, auch da vorbei. So, jetzt die nächsten M6. Wieder. Mit der letzten Kurve. Da ist die KI einfach unschlagbar gut. 13. sind wir schon. Oh, da hat er sich ein bisschen verbremst, glaube ich. Aber ich sag mal, Top 10 sollte drin sein. Sind es in Runde 6.
heißt drei Runden noch. Ja, wobei, schauen wir mal. Ja, so natürlich schon mal gar nicht. Und so erst recht nicht. Mist! Warnung abkürzen. Alter Schwede, was ist denn da los? So macht man es natürlich nicht. Aber soll uns jetzt egal sein. Das Ergebnis kommt hier nicht an. Hauptsache, wir haben ein bisschen Spaß. Ja, hier haben wir, glaube ich, angefangen ungefähr. Unsere Startposition. 17. Zwei Leute fehlen da, aber den Nissan haben wir wieder vor uns. Hinter uns jetzt ein Bentley. Dann also nochmal von vorn. Ungültige Rundenzeit wegen Abkürzens. Ja, das ist immer noch ein bisschen komisch. Ich fliege ab und verliere, weiß ich nicht, 5 Positionen. Und kriege aber eine Warnung wegen Abkürzen. Sehr interessant. Na, hier das Rausbeschleunigen aus der Kurve ist echt nicht ganz so easy. Plus die Curbs sind halt relativ hoch. Schnell mal kritisch. So, das war mal überrascht, würde ich sagen. Da hat er gar nichts entgegenzusetzen. Ja, damit mir wahrscheinlich noch gar nicht gerechnet hatte. So, jetzt sind wir wieder beim McLaren angelangt. Ach und Krach komme ich da durch die letzte Kurve. So, das ist schon Runde 8, letzte Runde. Ja, den McLaren kriegen wir aber noch. Außenrum hier geht es natürlich nicht. Aber man sieht hier, wir haben einen enormen Leistungsvorteil. Aber das geht hier trotzdem nicht. Jetzt kann man vielleicht überraschen. Daneben geht, kommen auch vorbei. Er ist immer noch daneben. Aber jetzt sind wir vorbei. Sehr schön. Ich dachte kurz, er will jetzt nochmal kontern. Ach man, also wir hätten locker in die Top 10 fahren können. Aber was heißt locker? Aber wir hätten in die Top 10 fahren können. Stattdessen verkacke ich es total. Ein Audi gewinnt. Jo. Und damit sind wir angekommen. Phoenix Racing Asia. Asia.
Mann, das Auto macht einfach Spaß. Also generell die GT3-Klasse macht seit dem Update extrem viel Spaß, finde ich. Selbst gegen die KI. Die ist okay. Wie gesagt, an manchen Stellen letzte Kurve hier unschlagbar gut. Aber gut, uns mal nicht darüber beschweren. Jo, und das war's auch schon. Leider fahrerisch nicht allzu grandios von mir, aber das gehört auch mal dazu. Zum Glück konnten wir weiterfahren und die Schäden waren nicht zu groß. Und ja, das war's für heute auch schon. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Sim Racing. Tschüss.